Hallo ihr Lieben, heute lese ich euch ein Kapitel aus meinem neuen Buch Galatea vor. Und ich habe mich dazu entschieden, die Szene zu nehmen, in der sich meine beiden Protagonisten, Nessie und Loge, das erste Mal treffen. Dazu noch vorab vielleicht ein paar kleine Infos. Nessie wird in diesem Kapitel, da es eine Rückblende zur Vergangenheit ist, Galatea genannt. Und die Szene spielt etwa 200 Jahre nach Christus, denn Nessie und Loge altern beide nicht ganz so wie wir normalen Menschen. Und ja, ich denke, der Rest der Szene ergibt sich dann, wenn ich sie vorlese. Und dann wünsche ich euch einfach mal viel Spaß dabei. Mittlerweile war es über 100 Jahre her, dass Galatea das erste Mal einen Fuß in die magische Welt gesetzt hatte. Damals hatte sie gehofft, dass hier alles anders sein würde. Besser. Dass sie hier endlich akzeptiert werden würde. Dass sie endlich dazugehören könnte. Doch sie hatte sich geirrt. Selbst in dieser Welt, die voll war mit Wesen, die von den Menschen genau wie sie Bestien genannt worden wären, war sie eine Außenseiterin. Verstoßen, verachtet und allein. Sobald die Familien, bei denen sie unterkam, entdeckten, dass sie keine normale junge Hexe war, jagten sie sie fort. Dabei war es egal, was sie zuerst herausfanden, dass Galatea sich in ein Ungeheuer verwandeln konnte oder dass sie scheinbar nicht alterte. Jede dieser Tatsachen war ein Grund für die Familien, sie zu verjagen oder Schlimmeres zu tun. Vor wenigen Tagen war es wieder einmal so weit gewesen. Die kleine Hexenfamilie, die sie seit einigen Wochen bei sich aufgenommen hatte, hatte den Verdacht geschöpft, dass etwas nicht stimmen konnte, und sie davongejagt. Galatea war tagelang gewandert, bis sie den nächsten Ort erreicht hatte, doch die Bewohner des kleinen Dorfes hatten sie gar nicht erst in die Nähe ihrer Häuser kommen lassen. Sie hatten sie schon von weitem gesehen und abgefangen und sie davongejagt. Es schien sich langsam herumzusprechen, dass ein Ungeheuer in Form eines kleinen armen Mädchens, das seine Eltern verloren hatte und jetzt einen Platz zum Schlafen brauchte, sein Unwesen trieb. Für Galatea bedeutete das, sie musste weg von hier, weit weg, in einen Teil der magischen Welt, in den man noch nicht von ihr gehört hatte. Sie wusste, dass sich einige einsame und abgeschiedene Dörfer jenseits des Vulkans befanden, den sich niemand passieren traute. Diese Dörfer waren ihr Ziel. Vielleicht hatte man dort noch nicht von ihr gehört. Galatea war fest entschlossen, den Vulkan noch heute zu bezwingen, denn sie wollte diesen Teil der magischen Welt, in dem sie verfolgt und gejagt wurde, schnell hinter sich lassen. Doch sie sollte nicht weit kommen. Sie war noch am Fuße des Vulkans, als sie das Auftauchen eines anderen magischen Wesens spürte. Sie wollte sich umdrehen, um zu sehen, was für ein Wesen es war, als sie von riesigen Händen gepackt und hochgehoben wurde. Auf einmal sah sie um sich herum nur Feuer, doch die Hände hielten sie weiterhin fest. Und wenige Momente später war das Feuer wieder verschwunden. Stattdessen sah sie Wände aus Vulkangestein, die eine Art Gang zu bilden schienen. Sie war nicht mehr auf dem Vulkan, sie war in dem Vulkan und in den Händen irgendeines riesigen Wesens. »Lass mich los«, schimpfte Galatea, ohne zu wissen, mit wem sie es zu tun hatte, und begann zu zappeln, doch die Hände, die sie festhielten, waren zu stark. »Was fällt dir eigentlich ein? Lass mich sofort runter!« Das Wesen ignorierte sie und trug sie den kurzen Gang entlang, in dem sie gelandet waren, warf dann mit einem lauten Krachen die massive Tür am Ende des Gangs auf und trat mit Galatea unter dem Arm ein. »Sag mal, hörst du schlecht?« fluchte sie weiter. »Du sollst mich endlich runterlassen, du Mistkerl!« Sie versuchte, sich freizustrampeln, doch das Wesen hielt sie offenbar ohne Mühe fest. Kein Wunder, es war mehr als viermal so groß wie sie selbst. »Wir haben den Eindringling gefunden«, verkündete es nun. Die Kleine trieb sich auf dem Vulkan herum. »Lass mich los«, schimpfte Galatea in der Zwischenzeit um sich schlagend weiter, doch es half nichts. »Was war das nur für ein Wesen? Und wo zur Hölle war sie hier gelandet?« »Soll ich sie in den Kerker bringen oder in die Lava werfen?« erkundigte sich das Wesen. »Lava?« wiederholte Galatea entsetzt.
Das konnte ja wohl nicht sein Ernst sein. Nichts da, Lava, du sollst mich runterlassen. Schon gut, Surtur, sagte eine autoritäre Stimme, die Galatea für einen Augenblick erstarren und verstummen ließ. Du kannst sie runterlassen, ich kümmere mich darum. Sofort ließ das Wesen, das wohl Surtur hieß, sie zu Boden fallen und verließ den Raum. Geht das auch ein bisschen sanfter? Beschwerte sich Galatea und stand auf. Den Schmerz des Sturzes bemerkte sie kaum, denn das war nichts verglichen mit dem Schmerz, den jede ihrer Verwandlungen ihr bereitete. Laut fluchend klopfte sie sich den Staub von der Kleidung. Heute war definitiv nicht ihr Tag. Erst wurde sie von den Dorfbewohnern verjagt und gehetzt wie ein Tier, dann von diesem Rüpel in den Vulkan verschleppt und jetzt auch noch aus ein paar Metern Höhe auf den Boden fallen gelassen. Du bist ganz schön vorlaut für jemanden, der unbefugt in mein Reich eingedrungen ist, sagte die autoritäre Stimme. Und erst jetzt drehte Galatea sich um und sah auf, um zu sehen, zu wem diese Stimme überhaupt gehörte. Es war ein Riese, der in einem Thron an der Wand gegenüber der Tür gesessen hatte und nun aufstand und auf sie zukam. Er hatte dunkelbraune Haare, die ihm in leichten Wellen auf die Schultern fielen. Seinen Armen entsprangen immer wieder kleine Flammen, die ihn jedoch nicht zu verletzen schienen. Und in seinen Augen loderte ein Feuer, das ihn wild und gefährlich wirken ließ, obwohl er noch so jung war. Galatea schätzte ihn auf etwa 20 Jahre. Statt hier so ein Theater zu veranstalten, solltest du lieber froh sein, dass meine Wachen dich nicht sofort getötet haben. Dann war dieser Grobian, der sie verschleppt hatte, wohl eine Wache gewesen. Ich bin nicht in dein Reich eingedrungen, stellte Galatea klar und machte ihrem Ärger Luft. Ich wollte nur eine Abkürzung nehmen. Woher hätte ich wissen sollen, dass in diesem Vulkan Riesen wohnen? Wenn ihr nicht wollt, dass jemand hier durchläuft, dann baut doch eine Mauer oder grabt einen Graben. Während sie schimpfte, schritt der Riese langsam um sie herum und musterte sie prüfend. Ein unangenehmes Gefühl breitete sich in Galateas Magengegend aus. Sie mochte es nicht, wenn die Leute sie so beäugten. Und sie mochte es erst recht nicht, dass dieser Riese hier sie so aufmerksam studierte. Könntest du damit aufhören? Fragte sie schließlich irritiert. Du bist ja noch ein Kind, stellte der Riese fest und ignorierte ihre Worte. Wie alt bist du? Er blieb vor ihr stehen, verschränkte die Arme vor der Brust und ließ noch einmal den Blick über sie schweifen. 14? Ich bin kein Kind mehr. Das war sie schon lange nicht mehr. Ihre Kindheit war an dem Tag vorbei gewesen, an dem die fremde Hexe sie verflucht hatte. Ich bin 738. Ein kurzes Lächeln huschte über das Gesicht des Riesen, verschwand jedoch sofort wieder. Wie alt bist du? Wiederholte er. 738, sagte sie noch einmal und gab sich keinerlei Mühe, den genervten Unterton ihrer Stimme zu unterdrücken. Sie hatte im Augenblick weder Zeit noch Lust zu dieser Diskussion mit einem wildfremden Riesen, dessen Wache sie verschleppt hatte. Dein Tonfall gefällt mir nicht, sagte der Riese missbilligend. Genauso wenig deine Ausdrucksweise. Und mir gefällt deine Arroganz nicht, konterte Galatea. Hüte deine Zunge, warnte er sie ernst, und dabei loderte das Feuer in seinen Augen auf, und für einen Moment geriet sein ganzer linker Arm in Flammen. Dir ist offensichtlich nicht klar, mit wem du hier sprichst. Woher sollte mir das auch klar sein? Entgegnete sie scheinbar unbeeindruckt, obwohl sie zugeben musste, dass dieses Feuer an ihm sie faszinierte. Angst hatte sie nicht. Dafür war sie schon zu oft mit brennenden Fackeln aus irgendwelchen Dörfern gejagt worden. Du hast es ja nicht für nötig gehalten, dich vorzustellen. Mein Name ist Loge, sagte der Riese mit Nachdruck. Ich bin der Anführer der Feuerriesen. Wie aufs Stichwort gingen seine beiden Arme gleichzeitig in Flammen auf. Du solltest mir also etwas mehr Respekt entgegenbringen, wenn du nicht einen qualvollen Tod sterben willst. Er ließ die Flammen wieder erlöschen. Ich bringe nur Leuten Respekt entgegen, die mich ebenso mit Respekt behandeln. Das war die Einstellung, die sie am Leben hielt. Solange die Leute nett zu ihr waren, war sie nett zu ihnen. Doch sobald sie anfingen, sie wie Dreck zu behandeln, war es mit ihrer Nettigkeit vorbei. Sie würde sich nicht um Leute bemühen, die sie wie eine Abtrünnige betrachteten. Würde sie das tun, wäre sie schon längst tot. Wobei ihr das des Öfteren nicht ganz unrecht wäre. Eine interessante Einstellung, stellte dieser Loge mit einem angedeuteten Lächeln fest.
wenngleich sie dich früher oder später den Kopf kosten wird. Er wandte sich um und ging zurück zu seinem Thron, auf dem er dann Platz nahm. Wie ist dein Name? Galatea, sagte sie selbstbewusst und folgte ihm. Galatea also, wiederholte er. Und woher kommst du, Galatea? Aus Kaledonia, nannte sie den Namen, den die Römer mittlerweile ihrem Heimatland gegeben hatten. Aus der Menschenwelt, erkannte der Riese sofort. Das erklärt zumindest deine Ausdrucksweise. Wieder musterte Loge sie. Aber du bist kein Mensch. Du verstehst unsere Sprache, also musst du ein magisches Wesen sein. Was bist du? Eine Hexe? Nein, warte, überlegte er laut, und Galatea gab sich innerlich eine Ohrfeige dafür, dass sie ihm die Wahrheit gesagt hatte. Du bist beides, ein Mensch und eine Hexe. Du bist ein Mischling. Mischling. Sie hasste dieses Wort. Sie war doch kein Tier. Ich bevorzuge Hybrid. Er ignorierte ihren Kommentar. Und du bleibst bei deiner Aussage, dass du 738 Jahre alt bist? Allerdings. Sie musste jedoch zugeben, dass er mit seiner Schätzung auch nicht ganz daneben lag. Sie war 7 Jahre alt gewesen, als sie vor 731 Jahren verflucht worden war. Also sah sie tatsächlich aus, als wäre sie erst 14 Jahre alt. Dieser Gedanke brachte sie dazu, sich zu fragen, inwieweit sie ihrem Urteil über sein Alter trauen konnte. War er wirklich erst 20 Jahre alt? Oder alterten die Riesen auch anders als die Menschen? Also schön. Du sagtest außerdem, du wolltest nur eine Abkürzung nehmen. Wohin warst du unterwegs? Fragte Loge weiter. Was wird das? Ein Verhör? Galatea verschränkte die Arme vor der Brust. Sie wollte das hier schnellstmöglich beenden, denn jede Sekunde, die sie hier verplemperte, musste sie später länger wandern. Sie musste heute noch das nächste Dorf erreichen, um einen Platz zum Schlafen zu finden. Denn hier würde sie mit Sicherheit nicht bleiben. Wieso weichst du meiner Frage aus? Hast du etwas zu verbergen? Nein, das habe ich nicht. Und selbst wenn, würde ich es dir ja wohl kaum sagen, oder? Entgegnete sie trotzig. Vorsicht, warnte er wieder. Du vergisst wohl, mit wem du hier sprichst. Wie um sie daran zu erinnern, schlugen kleine Flammen aus seinen Schultern. Und du vergisst wohl, dass mir das egal ist. Ich habe schließlich nie um dieses nette Gespräch hier gebeten. Ich war einfach nur auf der Durchreise. Und ich wäre schon längst weg, wenn deine Wache mich nicht hierher verschleppt hätte. Du wärst schon längst tot, wenn ich nicht den Befehl gegeben hätte, dich zu mir bringen zu lassen, sagte er laut. Für gewöhnlich töten meine Wachen jeden Eindringling sofort. Soll ich mich jetzt also auch noch für die Entführung bedanken? Fragte Galatea fassungslos. Das wäre angemessen. Das wäre lächerlich, verbesserte Galatea ihn. Für wen hielt dieser Riese sich eigentlich? Du bist ziemlich frech. Kurz schlug eine Flamme aus einer seiner Haarsträhnen, erlosch dann jedoch wieder, als würde Loge versuchen, sich zu beherrschen. Und du bist ziemlich überheblich, konterte Galatea unbeeindruckt. Normalerweise sollte ich dich für eine solche Aussage augenblicklich töten, sagte Loge, und die Drohung in seiner Stimme war kaum zu überhören. Genauso wie die wildlodernden Flammen auf seiner Hand kaum zu übersehen waren. Doch Galatea konnte er damit nicht einschüchtern. Das hier war schließlich nicht die erste Morddrohung, die gegen sie ausgesprochen worden war. Ach, tatsächlich? Und wieso tust du es dann nicht? Er musterte sie einen Moment, als suchte er Anzeichen von Angst in ihrem Gesicht, die er jedoch nicht finden würde. Sie hatte schon lange keine Angst mehr vor dem Tod. Verdammt, Mädchen! Lachte er dann plötzlich aus voller Kehle. Du bist wirklich mutig, das muss man dir lassen. Sein Gesicht wurde wieder ernst. Aber du solltest lernen, wann man besser den Mund hält, sonst wirst du nicht alt werden. Und jetzt geh. Ich töte keine Kinder. Nicht einmal, wenn sie so vorlaut sind wie du. 738 Jahre sind für dich also noch nicht alt genug? Stichelte Galatea dennoch weiter. Sie wusste nicht wieso, aber es widerstrebte ihr, ihn das letzte Wort haben zu lassen. So, das war's mit der ersten Begegnung von Loge und Nessie, beziehungsweise Galatea.
Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es mit den beiden weitergegangen ist, dann schaut mal auf Amazon, Hugendubel, Weltbild, irgendwelche anderen Händler. Eigentlich sollte das Buch als E-Book überall online sein und das Taschenbuch kommt auch in den nächsten Tagen. Ja, und dann könnt ihr weiterlesen, wie es mit den beiden so weiterging. Ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Lasst mir doch gerne einen Kommentar hier, wie es euch gefallen hat und bis bald!